Hallo, liebe Campingfreunde. Ihr habt bei uns ein Fort Nugget gemietet und seid schon voller Vorfreude? Dann zeige ich euch schon mal die komplette Bedienung. Damit wird die Übergabe dann zum Kinderspiel und ihr könnt zügig in den Urlaub starten. Dazu habe ich insgesamt drei Videos gemacht. Das erste Video hier zeigt die Grundbedienung, die bei jedem Nugget gleich ist, exemplarisch an einem kurzen Nugget-Aufstelldach. Schaut euch aber auch die beiden anderen Videos noch an, denn die zeigt insbesondere die Bedienung von dem kurzen Nugget bzw. dem langen Nugget und von dem Hochdach oder dem Aufstelldach, genauso wie ihr es gebucht habt. Fangen wir mal an mit dem Cockpit. Im Handschuhfach findet ihr die Fahrzeugpapiere, die Papiere von der Gasprüfung, dann eine Hülle mit den ganzen Bedienungsanleitungen, eine Inventarliste, da könnt ihr unterwegs mal schauen, was ihr alles dabei habt, und ein Einfüllstutzen, mit dem man das Fahrzeug im Notfall mit einem Benzinkanister betanken kann. Mit dabei ist natürlich auch unsere Handyhalterung, das ist prima für die Navigation, und hier vorne ist auch der Feuerlöscher in der Beifahrertür. Drehen wir mal die Sitze um. Dazu am besten als erstes das Lenkrad ganz rein, ganz nach oben. Dann ist hier vorne ein Hebel. Hier seht ihr den nochmal besser. Einfach ziehen und schon kann man den Sitz rumdrehen. Ein bisschen nach hinten machen. So, die andere Seite auch. Mit geöffneten Türen geht es am einfachsten, man kann die Sitze aber auch mit geschlossenen Türen drehen. So, jetzt habe ich es gleich etwas bequemer, um das Inventar zu erklären. Die Rückbank öffnen wir, indem wir den Hebel in Fahrtrichtung rechts zur Seite biegen. Dann kann man es hochklappen. Hier ist so ein kleiner Feststeller. Vorsicht, der verbiegt leicht. Hier ist alles drin, was zum Campingalltag gehört. Verbandskasten, Warndreieck natürlich auch. Hier haben wir einen Flachschlauch, 15 Meter, zum Auffüllen des Wassertanks. Wenn ihr auf dem Stellplatz seid, nicht rangieren möchtet, könnt ihr Wasser auch zu Fuß holen. Dafür habe ich nochmal einen 12 Liter tragbaren Kanister mit einem Einfüllstutzen. Damit lässt sich es auch schnell auffüllen, das Fahrzeug. Dreimal laufen, ist der Tank wieder voll. Hier ist das Stromkabel, 25 Meter. Damit kommt man eigentlich auf jedem Stellplatz und Campingplatz gut hin. Die haben alle einen CEE-Anschluss in der Regel. Und die andere Seite wird ins Fahrzeug gesteckt. Nicht zu weit hochbiegen, sondern so gerade reinstecken. Dann ist auch drin auf der 230 Volt Steckdose Strom und das Auto wird auch mit dem Ladegerät geladen automatisch. Fahrer- und Beifahrerbatterie. Außen ist dieses hier noch mit einem Schuko-Stecker versehen. Da könnt ihr zum Beispiel euer E-Bike laden oder mal einen Föhn einstecken. Wenn ihr das Auto zu Hause vorladen möchtet, dafür habe ich noch ein CEE-Adapterkabel reingelegt. Schuko-Stecker, CEE-Stecker, Verlängerungskabel dran, fertig. Auf Stellplätzen, die ein bisschen schräg sind, möchte man das Fahrzeug ja auch schön geradeaus nivellieren. Dazu sind noch zwei Auffahrkeile dabei. Die könnt ihr entweder vorne drunter stecken oder seitlich oder hinten, damit das Auto schön gerade steht. Stück für Stück hochfahren. Und schon passt es. Damit das Ganze nicht zu einer langen Rangiertortur wird, habe ich immer noch eine Wasserwaage mit dabei gegeben. Die lege ich immer einfach auf den Boden und dann hat man das eigentlich ganz gut im Blick, dass das Auto gerade steht. Klebt rechts am Sitz. Dann haben wir noch ein Kennzeichen. Ihr könnt euren eigenen Fahrradträger nehmen oder einen bei uns optional dazu mieten. Dafür ist das Kennzeichen gleich im Auto. Die Kurbel für die Markise, das zeige ich gleich noch. Um die Markise abzuspannen, haben wir auch einen Satz Heringe. Ein Original-Tool-Abspannset. Ein Zelthammer, der hat auf der anderen Seite auch noch einen Haken, damit man die Heringe auch wieder aus dem Boden rausbekommt. Und dann ist hier noch Chemie für die Chemietoilette. Ein Handfeger mit Kehrblech. Ja, sowas wie eine Hängematte brauche ich auch immer. Eine Wäscheleine. Dann ist bei manchen Fahrzeugen
noch ein Moskitonetz mit dabei, das man hinten in die Heckklappe knüpft, aber nicht bei jedem unserer Mietwagen. Ja, wenn ihr das wieder zuklappt oder packt, seid ein bisschen vorsichtig. Hier sind innen drin die beiden Ausbuchtungen von den Hebeln. Damit nicht zu so rabiat umgehen, die können auch mal brechen. Auch der Küchenbereich ist bei uns immer voll eingerichtet. Ein kleiner Mülleimer natürlich. Hier oben habe ich eine French Press Kaffeemaschine. Dann allerlei Küchenhelfer. Hier unten haben wir Wassergläser, vier Stück. Dann zwei Biergläser. Kann man auch für Limonade verwenden. Zwei Weingläser aus Kunststoff. Dann vier Kaffeebecher. Vier Eierbecher. Vier Schälchen. Vier kleine Teller. Vier große Teller. Dann ein Topfset. Das ist dreiteilig, vierteilig. Einmal eine Pfanne. Man kann die alle mit diesem Halter versehen. Dann ist das, liegt das gut in der Hand und ist gut zu benutzen. Ein kleiner Topf, ein großer Topf und ein Universaldeckel, der passt für beide Töpfe und auch für die Pfanne. Dann den Omnia, den finden wir immer ganz wichtig. Da müsst ihr wissen, also man kann damit Brötchen backen, Aufläufe machen, nicht direkt auf den Herd stellen. Immer erst dieses Teil auf den Herd stellen, dann kommt der Omnia drauf. Hier ist noch mit dabei ein Kuchengitter und eine Silikonbackform. Kann man auch ohne verwenden. Und dann der Deckel. Das Teil wird einfach auf den Herd gestellt und ist im Übrigen richtig klasse. Müsst ihr mal googeln. Da gibt es extra einen Blog, vier Reifen und ein Klo. Da werden unheimlich viele interessante Rezepte erklärt. Dann haben wir im oberen Bereich noch einen Wasserkessel. Silikon mit Edelstahl. Ein Set mit einer großen Salatschüssel, ein Abtropfsieb dazu, ein Deckel, ein großes Brett und auch ein kleines Brett. Dann hier unten ist, glaube ich, in diesem Fahrzeug nichts. Das ist in jedem Fahrzeug mal so ein bisschen anders. Und hier haben wir dann noch, eine Schere, einen Sparschäler, ein großes Messer, ein Brotmesser, ein kleines Messer, natürlich Flaschenöffner für Wein und alles, eine Grillzange, einen Grill ans, ein Stabfeuerzeug, einen Dosenöffner und natürlich vier kleine Löffel, vier große Löffel, vier Gabeln, vier Messer. Also wirklich alles komplett ausgestattet. Wer ganz auf Nummer sicher gehen möchte, der bucht noch unser Starter-Set dazu. Das enthält alles, was man so an Verbrauchsmaterialien nimmt, also was so also persönliche Dinge sind, die man auch nicht von jemand anders übernehmen möchte. Die könnt ihr auch hinterher behalten. Das sieht dann so aus. Darin sind zwei Küchenrollen, Toilettenpapier, eine Spülbürste, Spüli, Müllbeutel, ein Spültuch, Spülschwamm, ein Paket mit sechs verschiedenen Gewürzen und ein bisschen Essig und Öl. Was jetzt noch fehlt, sind nur eure persönlichen Bekleidungssachen und das Bettzeug. Dann müsst ihr nur noch kurz beim Supermarkt anhalten, was zu essen kaufen und schon geht's ab in den Urlaub. Aber vorher schauen wir uns noch eine ganze Menge an. Fangen wir mal an mit dem Tisch. Den klappt man einfach hoch. Dann geht auch der Halteregler hier unten beiseite und das Bein fällt gleich unten raus. Klock, da ist es. Wenn man den Tisch ausklappen möchte,
macht man hier den Druckknopf los, aber Achtung, nicht gleich rüberklappen. Zuerst unten das Tischbein ausziehen. Dafür ist hier ein kleiner Hebel. Reindrücken, rausziehen, dann kann man es rüberklappen. Verstellen kann man ihn auch hin und her. Und ganz klein bisschen wackelig ist er immer, das ist ganz normal. Ja, einklappen, das wieder zurück, das zu. Den Hebel wieder drücken, dann kann man ihn reinschieben. Und jetzt ganz wichtig, wenn er falsch steht, sagen wir mal so, und man drückt hier den Knopf, dann geht der Tisch nicht runter. Er muss so in die passende Position, damit dieser Fuß hier in das kleine Loch reinpasst. So, jetzt klappen wir es zu. Unten die Verriegelung wieder. Fertig. Als nächstes zeige ich euch die Funktion der Rückbank. Und zwar kann ich daraus entweder das Bett bauen oder ich fahre sie nach vorne, um an die Technik dahinter zu kommen. In beiden Fällen öffne ich zuerst die Sicherheitsgurte und lasse sie nach oben ausrauschen. Dann der Hebel seitlich, damit kann man die Sitzbank nach vorne schieben. Die rastet dann auch wieder ein. Klang. Will man das Bett bauen, muss man Fahrer- und Beifahrersitz wirklich bis zum Anschlag nach vorne ranschieben. Beifahrersitz ist immer einfach. Beim Fahrersitz ist jetzt eine spezielle Sache. Da muss man die Lehne wirklich auf Abschussposition runterdrehen. Und dann geht auch der Sitz ganz nach vorne. Dann als nächstes den anderen Hebel ziehen, wieder hochklappen. Und dann ist hier unten so ein kleiner Griff, da packt man an und schwupps, klappt die Bank runter. In dem Moment fallen übrigens auch die ganzen Sicherheitsgurte unten durch, die Schlösser. Ich zeige hinterher, wie man sie am besten wieder bekommt. Hier runterklappen. So, in der Regel ist es immer 1 mm zu weit hinten. Mal gucken, wie es jetzt klappt. Dieses hier hoch, dann fällt hier unten schon dieser Hebel raus. Der rastet dort ein. Hier sieht man einen ganz kleinen Abstand noch. Dann packe ich immer noch einmal hier ran und ziehe es wieder nach vorne. Zack. Und jetzt ist es schön sauber plan. Wenn man es wieder zurückbauen möchte, anheben, hochklappen, runter. Hier auch wieder diese Seite hoch, dann wie im Wiegeschritt rüber. Den Hebel, den linken Hebel in Fahrtrichtung ziehen. Das rastet dann erst einmal hier ein. Achtung, in dieser Position sollte man weder fahren, noch kann man den Tisch hochklappen. Aber das ist die richtige Position, um die Sicherheitsgurte wieder einrasten zu lassen. Doch an die kommt man am einfachsten, wenn man erst den Hebel zur Seite macht. Wieder hochklappt, mit der Hand oben durch. Und dann wirklich alle vier, es sind tatsächlich vier Gurtschlösser. Alle vier wieder nach oben ziehen, zuklappen, dann die Sicherheitsgurte wieder einstecken in die schwarzen und das ganze Werk entriegeln und noch eins nach hinten schieben. So, jetzt kann die Fahrt wieder weitergehen. Als nächstes zeige ich euch den Technikbereich hinter der Sitzbank. Selbes Spiel. Vorne ziehen. Die Sitze sind jetzt vorne wieder in der normalen Fahrposition, weil ich muss jetzt nicht unbedingt ein Bett bauen. Ich klappe es einfach nur hoch und rüber. Schiebe das nach Lehne, als Lehne nach hinten. Und jetzt komme ich hier prima dran. Hier sind übrigens auch die Verdunklungsteile immer versteckt. Und unter dem Polster befindet sich der Technikbereich. Hier haben wir auch nochmal ein kleines Fach. Der Abwassertank, da müsst ihr so nicht dran. Der Frischwassertank, da müsst ihr auch nicht dran. Und hier ist der Gastank. Hier ist die Gasflasche drin. Das drehen wir mal auf. Die sollte immer ziemlich voll sein, wenn ihr sie von uns bekommt. Man kann sie einmal hochheben, dann fühlt man ganz gut. Ja, hier ist noch ordentlich was drin. Und hier kann man sie dann aufdrehen.
Also das muss man immer machen. Also während der Fahrt muss man sie natürlich gesetzlich vorgeschrieben zumachen. Auf langen Fahrten mache ich das grundsätzlich immer. Manchmal vergesse ich es, wenn ich nur kurz und im Block fahre, einkaufen hinterher. Aber ich mache auf jeden Fall immer den Gashahn zu. Der Gashahn, der ist hier oben versteckt. Den kann man auch von hinten sehr gut erreichen. Damit wird das Kochfeld nochmal abgesperrt. Also um zu kochen, muss man einmal die Gasflasche geöffnet haben und oben den Gashahn geöffnet haben. Hier kann man ganz gut sehen, wenn er parallel zum Boden steht, also auch parallel zum Röhrchen, dann ist er offen und wenn er quer zum Röhrchen steht, dann ist er geschlossen. Das ist bei den Wasserhähnen auch ähnlich. Ich lasse das mal auf, denn das wollen wir ja gleich mal ausprobieren. Seitlich ist immer noch so ein kleiner Schaumstoffkeil. Der gehört da rein, damit die nicht klappert während der Fahrt. Zudrehen. Tut euch einen Gefallen, dreht es nicht zu stark zu, denn sonst kriegt das nicht mehr auf. Ja, hier ist auch noch etwas mehr Technik. Und zwar ist hier der 230 Volt Schutzschalter. Wenn der aus ist, wird das Auto nicht geladen. Die 230 Volt Steckdose funktioniert nicht. Und auch der Boiler funktioniert nicht auf 230 Volt, sofern ein Boiler verbaut ist. In diesem ist jetzt hier keiner verbaut. Daneben ist noch die 12 Volt Absicherung, also der 12 Volt Hauptschalter. Nach links aus. Oh, es ist ganz Licht ausgegangen. Nach rechts wieder an. Hier sind die Schalter. Und hier sind noch einige Sicherungen. Welche Sicherung für was ist, steht in der Bedienungsanleitung. Zusätzlich sind auch noch Sicherungen von Westfalia unter dem Beifahrersitz verbaut. Die sind unter anderem für das Panel zuständig und für die Ladung und auch für die Ladung während der Fahrt. Also diese beiden Bereiche sind von Westfalia für Sicherungen vorgesehen. Woanders sind keine Westfalia-Sicherungen. Vorne im Auto sind natürlich auch einige Sicherungen, aber das findet sich in der Fortbedienungsanleitung. Ja, machen wir das hier mal wieder zu. Bei den älteren Modellen muss man noch aufpassen, dass man hier keinen Schlauch einklemmt. Bei diesen hier ist das schon perfekt. Und dann kann man das Ganze wieder zuschieben. Okay, dann schauen wir uns hinten mal den Kocher an. Dazu klappen wir zuerst den seitlichen Spritzschutz und dann die Abdeckung hoch. Die Gasflasche ist offen, der Gashebel ist auf, jetzt kann gekocht werden. Hier drehen wir zuerst auf Vollgas. Jetzt kommt noch kein Gas raus, erst wenn man den Hebel nach vorne drückt. Zuerst muss man nämlich den Piezozünder drücken. Und dann dazu den Gasdruckregler. Wupp, jetzt ist es an. Einen kleinen Moment halten. Schon brennt es. Jetzt kann man hier hoch und runter regulieren. Achtung, passt ein bisschen auf. Wenn ihr auf Minimum stellt, hat man manchmal den Eindruck, es ist schon aus. Aber man fühlt, es ist noch an. Man sieht es ganz, ganz schlecht. Es brennt noch. Denn auf der einen Seite ist Minimum. Danach kommt Maximum und nach Maximum ist aus. Danach schön warten, bis es abgekühlt ist. Dann wieder runterklappen. Auf keinen Fall den Herd laufen lassen und zuklappen und das wie ein Ceranfeld benutzen. Das geht sofort kaputt. Das auch wieder runter. Hier haben wir den Kühlschrank mit einem Einhängekoffer bei uns natürlich immer. Eingeschaltet wird der hier im Zentralpanel. Das erkläre ich mal kurz. Home-Taste, dann wird er wach. Rechts die Taste mit den Einstellungen, die braucht ihr nicht. Hier ist das Frostzeichen der Kühlschrank. Einmal antippen. Unten links geht er aus und wieder an. Jetzt läuft er auf Stufe 3. Das ist für den Herbst oder für den Frühling fast zu viel. Das kann man mal im Hochsommer machen. Also Stufe 1 und 2 sind so die normalen Stufen. Bei 3 kann er schon gefrieren und bei 4 und 5 wird er auf jeden Fall gefrieren, denn er hat auch eine Frostfunktion. Also stellt ihn am besten auf 2. Machen wir mal wieder aus. Hier kommen wir zurück zum Hauptmenü. Daneben haben wir dann die Heizung. Einmal antippen.
Unten links auch der Einschalter draufdrücken. Oben können wir wählen, wie stark er lüften soll. Intensiv, Umluft, Komfort, wieder intensiv. Das ist die normale Funktion, da pustet er so stark er kann. Und hier stellt man die Temperatur ein. Also ich lasse das immer gerne an in der Übergangszeit. Wenn ich nachts schlafen gehe, mache ich es ein bisschen runter. Morgens kann man es ein bisschen höher machen, kommt man aus dem Bett auch gut dran. Ist eine prima Sache. Zeitschaltuhr erkläre ich nicht, die braucht ihr nicht. Machen wir mal wieder aus. Zurück. Dann haben wir als nächstes die Batterieanzeige. 67% hat sie noch. Hier rechts ist ganz interessant, zeigt im Moment 12,5 Volt an und minus 1,3 Ampere. Also im Moment werden 1,3 Ampere gebraucht und 86 Stunden würde das Auto so noch stehen können. Das ist aber ein bisschen irritierend, denn der Kühlschrank geht zum Beispiel ein und aus und deswegen ist diese Anzeige nie genau. Aber hier kann man immer schön sehen, ob was verbraucht wird und wenn er an Landstrom hängt, dann sieht man, das geht auch ins Plus und lädt wieder. Hier geht es wieder zurück und als letztes noch das Frischwasser oder die Wasseranzeige. Links Frischwasser, rechts Grauwasser. Und hier schaltet man den Wasserhahn, also die Wasserpumpe ein und aus. Ich sehe das mehr als Kindersicherung. Wenn sie ein ist, passiert noch nichts. Jetzt kann man, wenn man den Wasserhahn öffnet, wegmacht, läuft die Pumpe an, ist jetzt kein Wasser drin. Und wenn man das ausgeschaltet hat, würde die Pumpe nicht anlaufen. Der obere Knopf, das ist der Warner, wenn man Frischwasser auffüllt, dann kann man, hört man, es wird immer lauter und immer höher, je voller der Tank wird, ist für so ein kleines Nugget auch unnötig, braucht ihr nicht die Funktion. Okay, wieder Home. Hier blinkt gerade was, das heißt Achtung, hier ist eine Warnung, tippe ich mal an. Frischwasser, kein Frischwasser. Okay, das wissen wir. Bestätigen wir, löschen wir, dann ist die Warnung weg. So viel dazu. Machen wir weiter mit dem Wasser. Aufgefüllt wird das hinten links. Einfach aufschließen, 90 Grad nach links, dann lässt sich das öffnen. Da passt ganz gut ein Gardena-Anschluss rein. Auf gar keinen Fall hier Benzin reinfüllen. Der Kraftstofftank ist nämlich hier vorne. Wenn man die Tür aufmacht, kommt man da ran. Oben Diesel, unten AdBlue. Abgelassen wird das Wasser hier. Rechts am Küchenblock im Fußbodenbereich ist der Hebel, ist auch beschriftet. Man kann da mit dem Finger reingreifen und ihn nach unten machen. Dann läuft das Wasser raus und zwar genau an dieser Stelle unterm Fahrzeug. Nach oben ist es zu, am besten immer zulassen. Hier wird der Frischwasserbereich bedient, das Frischwasser abgelassen. Hier müsst ihr eigentlich überhaupt gar nicht ran, wenn ihr das Fahrzeug mietet. Alles, was quer zur Flussrichtung ist, ist geschlossen. Hier würde man den kompletten Wassertank ablassen. Hier würde man ihn bis auf 10 Liter ablassen. Das Fahrzeug ist mit 10 Liter für den Kraftstoffverbrauch homologiert. Wenn man 40 Liter mitnimmt, verbraucht er halt unwesentlich mehr. Und hier oben ist noch der kleine Regler, mit dem man den Wasserboiler ablässt. Das muss man aber nur im Winter machen. Also hier müsst ihr nicht dran, am besten alles so lassen. Dann erkläre ich euch noch den Wasserboiler. Hier ist er werkseitig verbaut in der 3-Liter-Version. Und der kann mit 12 Volt und mit 230 Volt betrieben werden. Um das etwas besser zu erklären, habe ich hier mal ein ausgebautes Exemplar. Da sieht man die Bedienung besser. Auf der linken Seite, unschwer zu erkennen an dem Schuko-Stecker hier bei dem Exemplar, ist die 230 Volt Schaltung. Und zwar dreht man es hier auf Stufe 3. Eigentlich macht man immer Stufe 3. Und nach Benutzung aber wieder abdrehen. Denn ansonsten fängt er sofort an zu heizen, wenn man den 230 Volt Landstrom anlegt. Und sollte kein Wasser im Boiler sein, geht er direkt kaputt. Auf der anderen Seite ist der 12-Volt-Bereich. Der kann im Gegensatz dazu immer auf Stufe 3 bleiben. So übernehmt ihr es auch von uns, der auf Stufe 3. Und der wird nämlich hier oben geschaltet über den Schalter am Küchenblock. So ist der Boiler an, so ist der Boiler aus. Und somit kann er immer auf Stufe 3 bleiben.
Was auch alle Nuggets gleichermaßen haben, ist das seitliche Fenster, einfach zu bedienen. Die beiden zusammendrücken, dann geht es auf. Es ist auch richtig arretiert, kann während der Fahrt aufbleiben. Und hier an dem Hebel macht man es wieder zu. Verdunkelt wird es hintenrum überall mit Gardinen. Für vorne sind diese Isoliermatten dabei. Eine Seite Stoff, eine Seite Aluminium. Aluminium kommt nach außen, da sind so kleine Gummisaugnäpfe dran. Wird dann einfach hier reingepoppt. So, das ist dabei für die rechte Tür, die linke Tür und auch für die Windschutzscheibe. Einige Fahrzeuge haben auch Plissés, dieses hier zum Beispiel. Das zeige ich mal gerade. Das ist nämlich eine echt coole Sache. Und zwar muss man sehr vorsichtig mit sein. Hier ist der Hebel dafür. Dann zieht man das so schön auf. Vorne rastet es mit Magnet ein und dann hat man das so von innen geschlossen. Sehr praktisch. Gibt es auch für vorne. Dann wird das hier bedient, nach innen gezogen. Das klappt dann irgendwann hier rüber, damit das um den Spiegel passt. Und das gleiche dann noch von der anderen Seite. Ja, mit zwei Händen geht es besser, wenn man keine Kamera hält. Und schon ist es zu. Das wäre dann die Luxusvariante. Ist aus Papier, bitte sehr, sehr vorsichtig benutzen, falls es in eurem Fahrzeug ist. Kommen wir zur Markise. Bevor wir die ausfahren, ist es wichtig, dass die Schiebetür und auch die rechte Beifahrertür geschlossen sind, denn sonst schrappt oben die Mechanik auf der Tür und verursacht unschöne Kratzer. Auskurbeln tun wir das Teil zunächst 50 cm. Es sei denn, ihr habt eine zweite Person zum Helfen, die könnte es jetzt schon abstürzen, dann kann man es gleich raus, ganz rauskurbeln. Aber ich bin jetzt alleine, wie so häufig. Hier klappe ich es dann aus. Mit dem Finger oben drauf, dann klappt der Winkel so raus. Dann löst es sich auch gleich vorne und ich kann es so seitlich abklappen. Das mache ich dann zum Abstützen nach unten und ich mache es immer gleich ein klein bisschen weiter. Ihr seht gleich warum. Die andere Seite genauso. So, und wenn ich jetzt kurbel, die Markise kurz hoch, und weiter, ja, da wird es schon wieder kritisch, einmal anheben, und den Rest. Ganz auskurbeln und ein klein bisschen wieder einkurbeln, damit die Markise sich oben spannt. Das kann man ganz gut sehen, wenn man es zu weit macht, dann ist es richtig lose und platt. Ein bisschen wieder einkurbeln, dann hält das ordentlich. Ja, die Kurbel nehmen wir dann ab, damit die nicht ans Auto schlägt. Spätestens, wenn die Tür geöffnet wird, knallt nämlich die Tür gegen die Kurbel. Am besten immer gleich wieder abnehmen. Hier sind noch Sachen dabei, um die Markise zu sichern. Also, wenn ihr weggeht, wenn es stürmisch ist, ich würde immer empfehlen, sie einzufahren. Aber hier haben wir noch ein paar Heringe. Die sind richtig schön stabil, die verbiegen auch nicht so schnell. Und den Hammer dazu. Ich empfehle immer, die nicht senkrecht reinzuschlagen, sondern zuerst mal einmal anheben, schön auspendeln, dann sind sie auch gerade. So, da sind zwei Löcher und ich schlage die immer so ein bisschen über Kreuz rein. V-förmig. Dann halten die schon eigentlich ganz gut. Rauskriegen tut man die hinterher wieder super mit der anderen Hälfte von dem Hammer. Da ist nämlich ein kleiner Haken dran, mit dem man die rausziehen kann. Wenn es etwas windiger wird oder wenn man Bedenken hat, kann man das auch noch abspannen. Dazu haben wir überall das Original Thule Abspannset dabei. Zeige ich mal kurz. Das sind hier mehrere Teile. Nehmen wir mal so einen Gurt,
Auf der einen Seite ist ein ganz eigenartiger Haken. Den zeige ich euch mal. So sieht er aus. Der wird hier unten reingesteckt. Passt genau in die Thule-Markise. Reinstecken, runter und dann ist er fest. Jetzt kann man das schön abspannen. Ist eine einfache Sache. Mit dabei ist nämlich noch ein riesiger Hering, ein Haken mit Feder. Und ja, so kann man das Ganze dann abspannen. Ja, so rum. Und hinterher schön stramm ziehen, so ein bisschen nach außen V-förmig spannen. Dann hält das schon mal einen leichten Windstoß aus. Einfahren tun wir das Ganze wieder in umgekehrter Reihenfolge. Aber Achtung, man kann hier tatsächlich etwas falsch machen, wenn man zu zweit arbeitet. Es ist nämlich sehr praktisch, einer kurbelt, der andere hält das hier einfach hoch. Und dann kommt man auch schnell auf die Idee, die Stützen vorher ranzuklappen. Wenn man es im ausgefahrenen Zustand macht, man fährt die Stütze hoch, regelt die, legt das unten passend, klappt das hier so ein, dann geht das gut. Aber es muss wirklich parallel zur Markise hochgeklappt werden. Wenn man es erst Richtung Auto klappt und dann drüber, dann macht es einmal Knack, hier oben links im Gelenk hakt das aus und das ist keine gute Idee. Man kriegt das wieder hin, aber das ist ein echtes Gefummel. Deswegen grundsätzlich immer zuerst nach innen klappen. Ich mache das gerade mal. Wenn man das alleine macht, kann es eigentlich nicht falsch passieren. Mal wieder rüber. Nicht vergessen, Türen schließen. Kommen wir das mal rein. Ah, noch ein bisschen mehr. Man sagt so 50 cm. Ganz so pingelig bin ich da nicht. Aber wenn man es zu weit draußen hat, ist es doch eine enorme Belastung für die Markise. So geht das. Jetzt klappen wir das mal ein. Und zwar, jetzt merkt man auch sofort, Richtung Auto klappen geht jetzt nicht mehr. Jetzt kann man es nur in die richtige Richtung machen. Wichtig ist, dass dieser Standfuß nach außen geklappt wird. Das zeige ich gleich nochmal. Denn so klappt man es hoch, legt es in der Mitte ran, mit dem Daumen schön fühlen, ob es passt, und dann hier den Regler umlegen, klack, eingerastet. Bei der anderen Seite zeige ich jetzt nochmal den Fuß genau, auch erst nach oben zumachen, hochklappen, und hier sieht man, der Fuß muss nach außen, denn dann verhakt er sich nämlich hinter diesem Plastikstück. So, jetzt noch einkurbeln und fertig. So, weiter geht's im zweiten Teil des Videos. Je nachdem, was ihr gemietet habt, könnt ihr dort auswählen, ob ihr die Version von dem Video für den Nugget Plus oder für den kurzen Nugget schaut.